Und dem deutschen Sportsuperstar Michael Schumacher. Kein deutscher Sportler wird auf der ganzen Welt so verehrt wie der siebenfache Weltmeister. Egal, wo er hinkommt, ob in Japan, ob in Kerpen oder in Kapstadt, überall gibt es Menschenansammlungen, überall gibt es Jubelstürme, wenn Michael Schumacher auftaucht. Diese beiden Helme, zwischen denen liegen genau mal 20 Jahre. Der ist hergestellt worden für das vergangene Wochenende, mit Blattgold überzogen zum 20-jährigen Jubiläum. 5.000 Euro kostet der, ist er wert, und er wird wahrscheinlich in Zukunft noch viel mehr wert sein. Das ist ein Helm aus den Anfangsjahren von Michael Schumacher, normalerweise ausgestellt auf der Kartbahn in Kerpen-Mannheim. Dort kann man ihn bewundern, wenn er nicht im Sportschaustudio steht. Zwischen diesen beiden Helmen liegen, auch wenn die Distanz sehr kurz ist, 20 Jahre Formel 1 mit Michael Schumacher. 20 Jahre, in denen unser Formel 1-Experte Andreas Troll und sein Team Michael Schumacher begleitet haben und viele, viele tolle Bilder gesammelt haben. Und aus diesen Bildern ist eine exklusive Reportage entstanden über einen außergewöhnlich ungewöhnlichen Sportsmann. Viel Spaß dabei. Und bitte. Okay, los geht's. I'm gathering people wherever you are. Michael Schumacher, Kampion del Mundo! And admit that the waters around you have grown. And the first one now will later be last. For the times, they are a-changing. Michael is a legend. He is the Lance Armstrong of Formula One and the Roger Federer. He's the greatest in history in the Formula One sport. That is an intelligent guy with a lot of personality. You can never take that away from Michael. Für mich war der Erfolg immer erste Priorität. Aber so gesehen, dass ich doch sehr große Scheuklappen anhatte in der früheren Zeit und nichts anderes sehen wollte und nicht abgelenkt werden wollte. Ich glaube, Michael, wenn man zurückschaut, ist der größte Rennfahrer aller Zeiten, nicht? Und das kann ihm niemand wegnehmen. Formel 1 Weltmeister Michael Schumacher. Michael Schumacher. Michael Schumacher. Michael Schumacher. Michael Schumacher. Michael Schumacher hat es geschafft. Hi Michael, schön dich zu sehen. Dankeschön. Hallo. Im Prinzip habe ich ja drei Generationen mitgemacht. Ich habe die alte Generation, damals noch Nelson Piquet, Alan Prost, Nigel Mansell, gegen die ich gekämpft habe, ganz am Anfang meiner Zeit. Dann würde ich sagen, meine eigene Zeit, in der ich aktiv und ja, teilweise dominant war. Und jetzt das zweite Kapitel gegen die junge Generation. Natürlich sieht man ganz klar Unterschiede. Ich meine, damals, wo ich den Formel-1-Sport begonnen habe. Das war so, dass es die gesetzten Rennfahrer gab, die eigentlich immer wieder ganz klar aufgezeigt haben, Kollege, hier gibt es Hierarchien und du bist auf dem Weg, vielleicht mal in die Hierarchie mit aufgenommen zu werden und vielleicht mal einer zu werden. Aber bis du noch keiner bist, passt du dich an uns an. Das war für mich natürlich ein No-Go. Da gab es eine gute Situation, Hockenheim, testen. Aiden Senna ist gerade auf dem Weg zur Box und hat aber nicht die Notwendigkeit, in die Spiegel zu schauen, sondern ganz im Gegenteil, fährt bewusst so vor mir, dass ich ihn nicht überholen kann, um dann in die Box zu fahren, um mir die Runde kaputt zu machen. Das habe ich mir zweimal angeguckt, das ist zweimal passiert. Gab natürlich die Situation dann auch mal umgekehrt. Und ich habe gesagt, Kollege, so
wie du mir, so ich dir. Und das habe ich natürlich dann auch genau so dargestellt, um ihm zu zeigen, so funktioniert das nicht. Das war auf etwas wenig Verständnis bei ihm gestoßen. Er kam dann gleich hinter mir hergefahren, rausgerannt und wir hatten dann ein lautes Wortgefecht. Und die Art und Weise, wie mir das teilweise verständlich gemacht wurde, das war schon krass. Das ist heutzutage anders. Heutzutage ist eigentlich, und das ist auch etwas, was ich eingeführt habe, gibt es einen Kodex. Jeder hat darauf zu achten, den anderen nicht zu behindern. In nur 4 Jahren ist aus dem Kfz-Mechaniker aus Kerpen der beste Rennfahrer der Welt geworden. Und das nach einer sehr schwierigen Saison für die Formel 1 und für Schumacher persönlich. Die Toten, die Unfälle, die Skandale sind noch nicht vergessen. Auch Schumi blieb bekanntlich von Betrugsvorwürfen und Rennsperren nicht verschont. Heute ist er trotz allem der Champion. Man muss sich selbst treu bleiben, man muss selber sein Ziel haben und so bin ich einfach, das ist ein Charakter eigentlich von mir. Michael ist eine Ikone eigentlich in jedem Sinn und vor allem wie er sein Leben jetzt handelt, ist even more iconic. Very good, very good. Ohne irgendwelche Entschuldigung, irgendwelche, he just does what he does. Oh, yeah! Man darf gewisse Dinge nicht zu ernst nehmen. Und wenn man sich jedes Mal versuchen würde, anzupassen, hat man ein kleines Problem. Jetzt ist er auf dem Weg zum Ziel. Michael Schumacher im Benetton-Bord war. Noch einmal anbremsen, die Schikane. Runterschalten in den zweiten Gang. Raufbeschleunigen. Komm, Junge, dritter Gang. Weiter, weiter, weiter. Und jetzt kommt er ins Ziel. Michael Schumacher gewinnt den großen Preis von Belgien. Gut, die Erinnerungen sind sehr frisch noch. Sonntag, 30. August 1992. Ein Jahr nach seinem Formel-1-Debüt in Spa-Francorchamps gewinnt Michael Schumacher an selber Stelle seinen ersten Grand Prix. In Spa ging es dann wirklich zur Sache. Und da war auch dann natürlich ein Vergleich da, wo man sich messen konnte. Und da war ich natürlich absolut begeistert, dass es mir möglich war, auf Anhieb doch da mitfahren zu können. Er hat von Anfang an eine Sonderstellung gehabt. Das war nicht nur in ein eher unterlegenes Auto einzusteigen und dann gleich ganz nach vorne zu fahren beim ersten Rennen, sondern auch später sich bei einer Testfahrt sofort mit Ayrton Senna anzulegen. Der Senna ist ihm an den Hals gegangen. Der Schumacher hat nur gesagt, so fahre ich eben, wenn du damit nicht klarkommst, ist es dein Problem. Also er hat sich selber immer sehr schnell akklimatisiert, sehr schnell anpassen können und er war sehr schnell weiter als die anderen. Das betrifft nicht nur die Piste. Und für mich war auch komischerweise die Situation sehr oft so, wenn ich andere Rennfahrer beobachtet habe. Linien, Fahrstile und Eigenschaften. Und da gab es immer wieder auch von den Jungs, die nicht vorne fuhren, Situationen, wo ich was habe erkennen können und lernen können. Eben gesagt, dass es generell eine sehr extreme Saison war. Wir haben 2 Rennfahrer verloren nach, ich glaube, fast 10 Jahren, das erste Mal wieder. Das waren Situationen, die für mich speziell sehr schwierig zu verkraften waren, zu überwinden waren, zu verstehen waren, da ich noch nie wirklich mit dem Tod konfrontiert worden bin. Bis zu dem Zeitpunkt Imola 94, Roland Ratzenberger und auch Ayrton Senna, war das für mich nicht präsent. Also für mich war nicht irgendwie da, dass man heutzutage noch in einem Formel-1-Auto sterben könnte. Und das hat ganz klar aufgezeigt, dass das eben der Fall ist. Und das Thema Sicherheit nie genug getan werden kann, dass man immer am Ball bleiben muss, immer sich versuchen muss zu entwickeln, weil sich die Dinge drumherum entwickeln. Die Autos wurden schneller und insofern war sowohl die passive Sicherheit der Autos, aber auch eben die Sicherheit der Rennstrecke extrem wichtig, dass es in Zukunft keine Unfälle mit Todesfolge mehr geben wird. Servo Campi!
Tutti i tifosi, solo grazie. Dankeschön. Der Mann steht ja noch nicht am Ende seiner Karriere, sondern kann noch ein paar Mal Weltmeister werden. Michael Schumacher ist in der Pfanne. Die Zuschauer erheben sich. Michael Schumacher, Weltmeister! Michael Schumacher, der König der Formel 1, der Größte der Szene. Es geht ums Können und ums Wollen. Damit hat er sich quasi unsterblich gemacht. Ich glaube, das wird schwer sein, jemals zu wiederholen. Ich glaube, er hat den Beruf des Rennfahrers, zumindest des Formel-1-Fahrers, generell neu definiert. Und er hat die Rolle als Paradefahrer nicht nur als Nummer 1 verstanden, sondern vor allen Dingen als Mannschaftskapitän, als verlängerter Arm der Teamchefs. Also ein Mannschaftssportler in einer Egoistendisziplin. Das Außergewöhnliche an Michael ist, dass er gerade in schwierigen Momenten zum Team steht. Es gibt, um die Charakteristik von Michael Schumacher beschreiben zu können, eine Schlüsselszene. Und zwar war das in Österreich 2003. Schumacher ist auf dem Weg zum Sieg, wenn ich mich recht entsinnere, und kommt an die Box. Und wir sehen alle, während er da in seiner Box steht, dass ein Feuer züngelt. Das Erstaunliche in dieser Situation ist diese Ruhe, diese Ausgeglichenheit, die man dann erkennt. Es ist also nicht so, dass er aus dem Auto springt, so wie wir das vielleicht tun würden, sondern man sieht, wie er den Helm leicht nach rechts bewegt, im Rückspiegel kontrolliert, was passiert da eigentlich. Sieht die Flammen züngeln, es geht zwar alles relativ schnell, das Feuer wird gelöscht, er fährt aus der Box raus und gewinnt auch dieses Rennen. Und ich glaube, in dieser Situation kann man erkennen, was den Unterschied ausmacht zwischen sehr guten Rennfahrern und Champions. Das ist die Fähigkeit, dass sie in bestimmten Momenten voraus sind im Kopf. Dass sie mehr Zeit haben, dass sie, ja, man kann sagen, eiskalt analysieren, was passiert in diesem Moment und dann erst ihre Entscheidung treffen, ohne eine gewisse Hektik zu entwickeln. Das ist ein Kopfsport aus meiner Sicht, bei dem es darauf ankommt, in entscheidenden Situationen eine geistige Fähigkeit zu haben, einen Überblick zu haben, den andere vielleicht in diesem Moment nicht haben. Michael Schumacher, il pilota tedesco, ha ufficializzato che a fine stagione lascerà la Formula 1. Before joining Ferrari, he was twice. Er war ja schon zweimal Weltmeister, bevor er zu Ferrari kam. Was folgte, war das Größte, was es bislang gab. Fünfmal Weltmeister in Folge, insgesamt 91 Grand Prix-Siege. Und dann hat er sich entschlossen, seine Karriere anzuhalten, was wir zu respektieren haben. Über den Zeitpunkt seines Ausstiegs ist in den letzten Monaten viel spekuliert worden. Und über die Frage, wie es danach mit dem Motorsport ohne Schumi weitergehen soll. Dieser permanente Druck, den ich über 16 Jahre lang gehabt habe, den mal von mir loszulassen und frei zu sein, komplett frei zu sein, das war einfach schön. Also mein Leben war in der Hinsicht völlig in Ordnung und ich habe mich wohlgefühlt. Und gerade am Anfang habe ich es genossen. Ich noch mal einen Schluck, das heißt. Michael Schumacher hat in 249 Rennen 91 Siege errungen. Rekord. Und sein erster Grand Prix-Sieg 1992 in Belgien. Schon jetzt Rennsportgeschichte. Wenn man Erfolg haben möchte, dann darf man nichts dem Zufall überlassen. Wir sind sicherlich in unternehmerischer Aktion tätig. Und das schon über viele Jahre. Zudem, dass ich mein eigenes Office aufgebaut habe. Sabine Kehm das Management von mir übernommen hat und wir beide praktisch die Marke Michael Schumacher versuchen zu betreuen, versuchen positiv natürlich auch darzustellen.
ein Unternehmen zu führen, bedeutet für mich auch zu delegieren. Und das ist sicherlich eine Sache, die ich natürlich in meiner Position als Rennfahrer, glaube ich, sehr gut entwickelt habe und die sehr wichtig ist. Das ist nicht etwas, wie es früher nun mal angefangen hat, dass man einfach nur auf den Rennplatz geht, seine Rennaktivität macht, sondern nachher wirklich auch dann sich um sich selber kümmern muss, um seine ganzen geschäftlichen Aktivitäten, natürlich auch um die Investitionen, weil man ja auch irgendwo möchte, dass das, was man über die Jahre verdient hat, Bestand hält für die Zukunft, nicht nur für einen selber, sondern eben auch für die Familie an sich. In den letzten 4 Jahren hat er alles für seine Frau und seine Familie gemacht. Die Long-Term-Loyalität, glaube ich, und seine Frau hauptsächlich, die immer neben ihm stand und die er genauso unterstützt, wie sie ihn unterstützt hat. Also in seiner Freizeit, dass er sich Zeit genommen hat für die Pferde, reiten gelernt hat, dass er sich um alles kümmert, für seine Frau auch. Nicht? Es ist wirklich ein Balance. That's quite remarkable. Ich meine, das sieht jeder anders, aber das war für mich schon immer sehr wichtig, mein Privatleben zu schützen, die Familie zu schützen, weil der professionelle Rennfahrer Michael Schumacher muss ja, oder die Familie und die Menschen drumherum müssen ja nicht unbedingt die negativen Seiten miterleben, sondern für mich ist es sehr wichtig, dass sich Harmonie in der Familie und in meinem Freundeskreis befindet, und dafür werde ich natürlich alles tun, um das auch weiterhin so zu halten, weil das gibt mir dann natürlich auch wieder die Kraft. Ich bin nun mal, wie ich bin, und ich bin immer in meinen Augen mit beiden Füßen auf dem Boden geblieben. Und ich stelle das immer wieder fest, dass Menschen, die mich aus dem Fernsehen, über die Medien kennen und mich dann erstmals privat kennenlernen, doch einen sehr großen Unterschied feststellen. Positiv für mich, weil sie sagen, du bist ja eigentlich viel netter, als du im Fernsehen rüberkommst. Und das liegt natürlich daran, dass wenn ich an einem Rennwochenende früher speziell unterwegs war, dass ich dann immer Scheuklappen anhatte und mich versucht habe zu schützen, weil ich mich nicht von meinem Weg abbringen lassen wollte. Hinter jedem Sportler steckt ein Mensch, nicht? Und ich glaube, das Missverständnis, wenn es eins gibt, an Michael, ist der Mensch, nicht? Vor allem in der Zeit, wo die ganz großen Erfolge immer da waren, war der Mensch einfach immer einfach der Michael geblieben, nicht? Vielleicht hat die Presse ein bisschen Probleme damit gehabt, weil er sehr immer relativ zurückhaltend war, im Gegenteil zu seinem Fahrstil, wo er eigentlich oft brutal war. Ich meine, dass ich nicht nur Freunde in der Formel 1 hatte, ist selbstverständlich. Ich habe so viel gewonnen, da gibt es natürlich dann auch Leute, die das nicht so prickelnd fanden. Ich war auch immer bekannt dafür, absolut bis an die Grenzen, auch teilweise über die Grenzen zu gehen, was auch nicht jedem gefallen hat. Natürlich ist es das Comeback des Jahres. Michael Schumacher tornerà a correre in Formula 1 al volante di un bolide tedesco. Schumacher 的官方网站上昨天宣布了一则重要消息：舒马赫不会出现在 F1 赛场上了。 Wie kommt zu einem Comeback, obwohl ich mich wohlfühle? Das sind natürlich Gründe, die wahrscheinlich auch ein bisschen Schicksal sind. Formel 1 am Fernseher zu verfolgen, ist wahrscheinlich schwierig für ihn. Vielleicht kam er deswegen zurück. Ich habe damals nicht ahnen können, dass sich eine Situation ergeben würde, wie sie sich ergeben hat, mit Ross Brown, mit Mercedes. Und dass es mich plötzlich doch wieder reizt. Eben bewusst nach dieser Pause, die ich nicht als eine Pause gesehen habe, aber die ja letzten Endes eine Pause war.
Man hat es mir zugetraut. Man hat mich geholt von Mercedes-Seiten, um einen Neuaufbau zu gestalten. Und da muss ich sagen, das reizt mich. Hat mich gereizt, reizt mich nach wie vor und macht mir viel Spaß. Es ging ihm nie um die Statistik, sondern es ging ihm genau darum, aus schwierigen Situationen das Beste herauszuholen. Und das hat ihn, glaube ich, das unterscheidet ihn von vielen bis heute noch. Vielleicht ist das auch die Motivation, sich bei Mercedes noch einmal zu einem Comeback zu stellen und jetzt wieder von hinten versuchen, nach vorne zu kämpfen. In dieser Sekunde fährt Michael Schumacher auf Position 6 über die Ziellinie. Eine Enttäuschung für ihn persönlich wahrscheinlich, eine Enttäuschung für die Fans, die viel mehr erwartet hatten von diesem Comeback. Aber Michael Schumacher war von Anfang an Realist genug, um einschätzen zu können, dass es hier und heute für den Sieg nicht reichen würde. Das ist eine sportliche Normalität, dass wenn, da muss man natürlich sagen, haben wir uns alle anders vorgestellt, nachdem Ross Brawn 2009 die Weltmeisterschaft gewonnen hat, ist jeder davon ausgegangen, auch ich, 2009 Weltmeister, jetzt kommt Mercedes dazu, ich kann meinen Beitrag dazu leisten, Ross ist ein beschriebenes Blatt, also da weiß man auch, welche Stärken er hat, also kann das eigentlich nur auf den Weg hinzielen, auch in Zukunft um die Weltmeisterschaft zu fahren. Das kommt dann drauf an, jetzt wie die nächsten Rennen auch verlaufen. So, jetzt ist auch der Motorsportchef Norbert Haug dazu gestoßen. Ja. Wenn wir jetzt Vierter sind, müssen wir nach vorne gehen. Wir werden den Sprung von 4 auf 1 unter normalen Umständen nicht in einem Jahr schaffen. Aber wir werden voranmachen und wir werden vorankommen im nächsten Jahr, ganz sicher. Dass der Grund, warum wir dieses und letztes Jahr nicht erfolgreich und auch konkurrenzfähig sind, da genau darin liegt, dass er eben alle Ressourcen, in dem Moment, wo er so ein kleines Privatteam war in 2009, auf 2009 konzentrieren musste, keine Kapazitäten hatte, ein weiteres Projekt, das Projekt 2010, voranzutreiben. Das heißt, 2009 hätte er schon Mitte vom Jahr spätestens anfangen müssen, 2010 vorzubereiten. Hatte er nicht, weil er gar nicht die Leute, die Kapazität dafür hatte. Sie können nicht von der Position, wo wir 2010 gestartet sind, erwarten, dass wir jetzt schon vorne sind. Das hat damals bei Ferrari nicht funktioniert, das hat davor bei Benetton nicht funktioniert, das hat auch bei Red Bull nicht funktioniert. Sondern das ist wie in jedem erfolgreichen Geschäftsmann, Leben, Bereich, braucht es einen sukzessiven Aufbau. Die Kritik richtet sich eher an ihn. Warum ist er nicht mehr so schnell? Was macht er falsch? Warum lässt er sich von dem vergleichsweise jungen ja noch ihm gegenüber unerfahrenen Nico Rosberg im Qualifying abziehen? Andererseits ist eine Persönlichkeit wie Schumacher, die sich frei von Mercedes entwickelt hat, völlig freistehend ist, natürlich auch eine Belastung für ein Team, wenn das Team nicht die Fähigkeit besitzt, ihn angemessen im einzusetzen. Das ist auch das, was er immer wieder sagt. Ferrari ist schon seine Familie. Mercedes ist im Moment ein Arbeitsplatz. Je länger die Formel 1 weitergeht und die Fahrer kommen und gehen werden, werden wir sehen, dass nur eine Michael Schumacher gegeben hat, nicht? Ich polarisiere. Die Leute zerbrechen sich den Kopf darüber, was meine Person angeht. Was gleichbedeutend damit ist, dass es irgendwo wichtig ist. Und das freut mich, dass das nach wie vor so vielen Leuten wichtig ist. Dass man mir zu 100% nach wie vor alles zutraut. Ich denke, dass das nicht zu Unrecht der Fall ist. Gebt ihm ein schnelles Auto und wartet ab. Michael Schumacher, einmal mehr der Sieger. Die Zielflagge zeigt Michael Schumacher. Er hat den großen Preis von Bahrain gewonnen. Er freut sich natürlich. Seinen Heimtrophäe hat er gewonnen. Schumacher gewinnt. Was für ein Rennen! Und in diesem Augenblick ist die Faust oben. Die Riesenmöglichkeit.
Zeit für Michael Schumacher, hier und heute die Führung im Endklassement zu übernehmen. Heißt Michael Schumacher, es gibt nur einen von denen. Haben wir noch irgendwas vergessen? Das war's soweit. Wir haben nichts vergessen. Eine eindrucksvolle Reportage. Ich habe es Ihnen am Anfang versprochen. Zwischen diesen beiden Helmen gibt es eine ganze Menge zu erzählen. Und diese beiden Helme sind, und das hat diese Reportage von Andreas Troll eindrucksvoll bewiesen, ein Stück deutsche Sportgeschichte. Ging natürlich immer um den Mann, der den Kopf hier drin hatte. Der kleine Bruder von Michael Schumacher, um mein Thema Schumacher.